So, meine Freunde, wir gucken uns direkt heute mal Jetpack Joyride an. Richtig cooles Game, muss ich mal sagen. Selbstverständlich, eigentlich wie immer, kostenlos im Android Play Store erhältlich. Produziert von den Half-Brick Studios. Fettes Bike nachfüllen. Ich weiß gar nicht, was hier unten für ein Scheiß steht. Wenn ihr das mal so beim Laden mal beobachtet, Spielautomat manipulieren. Ja, wie dem nur auch sei. Jedenfalls nach nun guten 30 Sekunden, über 30 Sekunden Ladezeit, geht's denn nun auch los. Und da fangen wir auch direkt mal an mit der Action hier. Baut direkt hier die Halle hier sprengt. Jetpack Joyride heißt das Spiel. Ist ein Jump and Run, Jump and Fly oder was weiß ich. Jump and Ballerspiel. Das heißt eigentlich, ihr müsst nur auf den Touchscreen touchen und die kleinen freundlichen Männchen hier unten feuchtfröhlich abschießen und dabei noch so viel wie möglich von diesen blöden Münzen hier sammeln. Zack, breit die mangelt hier. Oh, ja, das passiert, wenn man zum Beispiel in den Stromhaufen da oben reinfliegt. Und jetzt hat es mich direkt gegrillt. Ich würde sagen, ich fange direkt nochmal von vorne an. Und dann wollen wir mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ich bin hier in irgendeinem Forschungslabor anscheinend eingebrochen. Ich weiß auch nicht direkt, was ich da suche. Was steht hier? Coins. Ja, ich soll Coins sammeln, das ist mir schon bewusst. Die Coins dienen mir natürlich dazu, wie in vielen anderen Spielen auch, um mein Vorhaben an, denke ich mal, verschiedenen Sachen zu decken und, wow, irgendwie aufzurüsten. Ich weiß gar nicht, ob man hier direkt Waffen kaufen kann. Das gucken wir uns aber auch gleich nochmal an. Ja, so, komm mal, durchgeballert, was ist das jetzt hier? Profitvogel. Oh, jetzt, was ist nur los? Was soll das jetzt hier? Was soll denn das? Ich will da hoch. Muss ich irgendwas machen oder was? Muss ich das hier irgendwie... Wie funktioniert denn der Scheiß? Hä? Ich überhaupt nicht. Gut, jedenfalls ist jetzt das Ding breit gemangelt. Und ich sammle weiter feuchtfröhlich meine Coins ein. Baller mich durch den nächsten Stromhaufen natürlich wieder mal durch. So eine Scheiße. Was haben wir nun? Final Spin. Jetzt muss ich hier... A la Roulette, wieder mal das Spiel beendet hier, wieder mal neu anfangen, konnte mir irgendwie wahrscheinlich eine gute Chance holen, hab die jetzt aber nicht gekriegt. Ich muss auch gleich mal verfolgen, ob mir das überhaupt was bringt, wenn ich hier andauernd neu anfange, weil ich irgendwie nicht sehe, dass meine Coins mir bisher irgendwas gebracht haben. Also jedenfalls, oh Gott, ich hasse dieses Zeug. So, was haben wir denn? Ach doch, hier im Lager, jetzt habe ich sie gesehen. Alles klar. So, wollen wir mal gucken hier. Kleidung brauche ich nicht. Quatsch. Gadgets. Mein Profil. Erfolge. Münzen besorgen. Das wäre dann wieder die Kaufoption. Man bekommt Dopplermaschine. Aha. Münzen Boosterpaket. 20.000 Münzen für 1 Dollar. Münzen Ultra Paket. 100.000 für 3 Dollar. Naja, gut. So lässt sich auch leichtes Geld machen. Aber das spielt man halt eine Zeit lang. Wer es ein bisschen beschleunigen möchte, gönnt dem Entwickler sein wohlverdientes Geld. Erfolge, mal gucken, was haben wir denn hier direkt? Gold, Digga. Aha, 20, weiß ich nicht, Münzen gesammelt oder was ist das hier? Sammle 20 Münzen, während du tot bist. Wie habe ich denn das geschafft? Das ist ja wie bei Scary Movie. Wie kann ich denn tot aufwachen und lebendig einschlafen? Das ist ja bescheuert, sowas. Fahrzeug-Upgrades habe ich bisher noch nicht. Bike, och, natürlich, 5000, naja, klar. Was haben wir bei Jetpacks? Bubblegun, naja, das ist ja ein Schnäppchen hier, ja? Also ich denke mal, wenn ihr hier kauft, seid ihr da nicht bei schlechten Eltern rangeraten. Gadgets, was haben wir da drin? Flugberries. Aha. Das sind Schuhe, oder was? Mit diesen Designerschuhen elegant über Hindernisse springen. Alles klar. Nerd-Abweiser. Haha, Bengel, da müsstest du dich selbst springen. Gut. Wir gehen also direkt zurück und wollen auf erneut spielen gehen. Vielleicht kriegen wir ja mal die 2000 Marke jetzt hier noch voll. Und ballern uns hier einfach nochmal ein bisschen durch die Gegend. Aber wozu muss man die Wissenschaftler eigentlich immer töten? Das ist doch scheiße. Ich meine, töten ist cool. Im Spiel jedenfalls. Aber wir fliegen einfach... Oh nein. Doch. Ja. Wir haben jetzt auch tatsächlich die botanische Abteilung hier geknackt, würde ich fast sagen. Kleiner Stampfer. Aha. Ja, natürlich, ja, ein ganz kleiner Stampfer. Was muss ich denn jetzt hier mitmachen? Ach, der hat auch. War das vielleicht mein Fehler, dass ich immer losgelassen habe bei dem anderen? Aha. Aha.
ausgewichen, meine Freunde. Ey, so eine Scheiße hier. Was ist denn das jetzt? Wieder direkt von der Rakete an die Baller. Aber jetzt das erste Mal hier richtig Coin. Alles klar. Und wieder tot. So eine Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben gerade mal 1616, ey. Und wir spielen direkt weiter. Weil wir wollen uns ja hier mal ein bisschen was gönnen. Das ist immer schön, die macht hier Smileys am Anfang rein, die baut. Da haben die Entwickler nicht gespart. Wenn ich auch sonst das Spielprinzip nur insofern versehe, das ist einfach nur Spaß. Durchgedrehter Teleport. Was ist denn jetzt los? Achso, da musst du einfach klarkommen mit. Haha. Nee, so eine Scheiße. Scheiße, so ein Dreck. Ja, schon, eigentlich ist es schon richtig gut gemacht. Das muss ich wirklich mal sagen. Und es verändert sich auch jedes Mal das Level, wenn man das mal so ganz genau beobachtet. Eben waren wir in der Botanikabteilung, jetzt upsala, sind wir irgendwo im Sealand gelandet. Ich weiß nicht direkt, was es uns hier alles bringt, aber wir wollen mal direkt weiter batzen und weiterfliegen. Wir hauen hier ab, das bringt ja alles nichts. Nanu, was soll denn das? Wollen sie mich hier ärgern mit ihren Scheißraketen? Was geht denn hier, Freunde? Ja, Freunde, ihr habt... Oh, so eine Scheiße. Ja, da hätte ich auch ein bisschen was gut haben können jetzt hier. Wieso habe ich denn jetzt hier... Neue Höchstpunktzahl. Haha, wie geil ist denn das? Was ist das jetzt hier? Und nun habe ich jetzt hier Mission. Was haben wir denn da? Sammle 2 Spinmarken in einem Spiel. Erreiche 500 Meter ohne Münzen zu sammeln. Ach so, ich soll einfach keine Münzen sammeln. Gut, versuchen wir es mal. Für garantieren kann ich da nicht, aber wir können es ja mal ausprobieren. Nein, ich will keine Münzen. Wozu? Wozu soll ich Münzen brauchen? Ich möchte einfach keine Münzen. Denn ich möchte nur... Ach, Scheiße. Nein, ich wollte noch keine verdammten Münzen. Naja, ist egal. Ah, so ein Scheiß hier. Naja, klar. Somit habe ich mir die Sache auch schon wieder alleine verbockt und kann ich auch gleich wieder sammeln. Haha, Bengel. Dann bleibe ich halt oben. Ist ja gar kein Problem. Oh, Mensch, ey. Nein. Ja, weil das die Rakete auch genau geplant hat. Scheiß drauf, jetzt aber wirklich. Das muss ja wohl irgendwie mal funktionieren hier. Also ich meine, das Spiel... Ich will ja keine Münzen sammeln. Das Spiel an sich ist schon wirklich eine geile Idee. Ich kann sogar im Stehen fliegen. Also das mache ich ja sowieso mit dem Jetpack. Aber komm schon, die letzten 300 Meter, die schaffe ich auch noch. Ohne scheiß Münzen zu sammeln. Ich will keine Münzen. Verpisst euch. Alles nur keine Münzen. Ich bleib hier einfach die letzten 100 Meter oben an der Decke kleben. Und hoffe auf keine Münzen. Nein. Nein. So eine Scheiße. Komm schon, das schaffe ich. Ja. Und hier oben sieht man den ersten Erfolg. Jetzt kann ich auch wieder fleißig Münzen sammeln. Münzen. Ja, komm schon. Ja, nein. Also dieser Teleport regt mich schön gewaltig auf irgendwo. Scheiße. Jawohl, hier Geronimo. Also, ich denke mal... fast wieder hier am losen... immer an dieser verfickten Scheißstelle hier. Schon ziemlich verfickt schwer. Erreiche 500 Meter ohne Münzen. Jawohl, lernen da. Okay, ich soll also weiterhin hier sammle 1500 Münzen. Aha. Wie jetzt in einem Spiel. Sammle 2 Spinmarken in einem Spiel. Ach, das sind diese Xer wahrscheinlich. Rutsche ich insgesamt 50 Meter auf dem Gesicht. Wie mache ich denn das? Wie soll ich denn das machen? Naja gut, wir machen direkt mal weiter. Um irgendwie... Hä? Kann ich denn auf dem Gesicht rutschen? Also irgendwie...
Wenn ich immer irgendwie... Ah, jetzt sag ich die scheiß Spinmarke da. Da habe ich auch gleich die zweite Spinmarke und den nächsten Erfolg. Jetzt habe ich das Spiel so langsam check ich. Also einfach weiter und fleißig irgendwelche Missionen erfüllen. Herr Knuddel, jetzt kommt dieser Drache wieder. Also, ach so, der will von der... Na, na, na. Ja, das ist geil. Oh, gleich. Nein. Also. Oh, Drecksjahr, Shit. Schon kompliziert. Mit dem Jetpack musst du drücken, um nach oben zu kommen. Mit dem Drachen musst du drücken, um nach unten zu kommen. Aber das macht ja erstmal nichts. Ich baller mich hier weiter durch die Jägen, Freunde. Ne, ne, ne. Ha! Ha! Scheiße! Tun mir eigentlich diese verfickten Menschen? Ja, komm schon! Ja, siehst du! Jackpot, 1000 Coins, Final Spin, du komm schon, nochmal, weil es so schön... Oh, scheiße hier. Okay, habe ich direkt noch eine Stufe bekommen jetzt hier. Belohnung wieder 400 satte Coins. Also, das Spiel rockt schon mal, sammle zwei Spinmarken in einem Spiel. Ne? Jetzt, ja, habe ich da eben schon mal geschafft. Sammle 1000... Achso, na gut. Die 321 kriege ich auch noch hin. Ich bin schon bei 3400 noch was Münzen, 3490 glaube ich, wenn ich das so richtig sehe. Zwei Spinmarken jetzt und noch 321 weitere Münzen sammeln, um noch irgendwas hinzureißen hier. Das heißt, wenigstens noch einmal sterben oder so zwischendurch. Dann sollte die Sache auch erstmal geklärt sein. Coole Levelei hier. Also das finde ich gut, dass die Tablet-Spiele und die Handyspiele nicht nur für kurz unterwegs mal ausgelegt werden. Die sind schon so fordernd, du musst dir schon direkt was einfallen lassen, um die erstmal schnell durchzuspielen. Das geht nämlich so einfach nicht mehr. Aber muss ich sagen, jetzt stehe ich im Moment richtig gerade drauf. Ja, na, fuck, da war die eine Spinmarke direkt vorbei. Ja, komm schon, gib mir Münzen. Deine Dreckscheiße hier. Hä? Nein. Ah, ich rege mich auf hier. Ja, komm schon. Komm schon, noch über 200 Münzen. Aha, jetzt kommt da unser bekannter Laser hier wieder. Ah, die Spinmarke kriegen wir jetzt. Ich kann hier also einfach durch die Menschen laufen oder was? Tatsache! Das gibt so alles gar nicht, sowas. Ja, gut, ich dachte, das sind irgendwie meine Feinde oder so und ich muss die abballern. Das ist gar nicht nötig. Das weiß ich. Ja, toll. Gerade mal wieder hier. Alles klar. Hier, das ist mit auf dem Gesicht rutschen. Ich meine, ich hab's jetzt gleich gecheckt. Na klar, nochmal 500 Bucks Cash hier direkt gekriegt hier. Sammle 1500 Münzen haben wir bekommen. Kriegen wir direkt nochmal neue Sachen hier zu. Rekrut Stufe 3. Schlage 5-mal ein Loch in die Wand. Wie soll ich denn das machen? Rutsche insgesamt 50 Meter, 9 Meter übrig. Na klar, also nochmal sterben, Freunde. Haha, wie geil ist denn das? Das machen wir gleich am Anfang, pass auf. Die 9 Meter, die machen wir direkt jetzt hier. Die machen wir direkt voll. Hier, HD stand da erstmal, oder was? Bautz, jetzt auch. So, wenn das noch keine 9 Meter waren. Waren nicht. Also nochmal schnell sterben. Weiß nicht, ob ich da irgendwie besonders viel Speed drauf haben muss. Wir versuchen es gleich nochmal. Sammeln nochmal schnell ein paar Münzen nebenbei. Hier nochmal direkt. Rutsch schon mal auf dem Gesicht. Immer noch nicht hier noch. Hähnchenskin. Werden wir doch wohl noch schlafen hier. Ich weiß auch gar nicht, warum dringe ich denn hier eigentlich in dieses komische Labor ein? Und wessen sein Labor ist das? Und was ist hier überhaupt los? Und warum kriege ich immer noch nicht das, was ich brauche? Ein Meter übrig, rutsche insgesamt auf dem Gesicht. Pass auf, das kriegen wir noch einmal sterben, dann haben wir die Sache geschafft. Und dann ist hier erstmal Schluss. Gucken wir uns später ansonsten nochmal in Ruhe an. Ansonsten wisst ihr ja, wo ihr die App findet. Play Store, kostenlos erhältlich. Coole Sache. Belohnt wird man fürs auf dem Gesicht rutschen. Jetzt haben wir den Meter geschafft, pass auf. Rutsche insgesamt 50 Meter auf dem Gesicht geschafft. Rekrut Stufe 3. Zack, abgeschlossen. 600 Coin Bonus. Weiter. Stufe 4 Novize. Wir steigen also ruckzuck auf. Innerhalb von 15 Minuten haben wir einfach mal schnell die Sache gerockt. Ja, wünsche euch viel Spaß mit dem Ausprobieren und wir sehen uns bei der nächsten App, Freunde. Also, haut rein.